jetzt habe ich eine gute Frage. Stefanie schreibt: Liebe Susi, ich fürchte weder die Zeit noch den Willen zu haben, bis zur Hochzeit die Kilos zu verlieren, die mich stören. Liebe Stefanie, das ist wenigstens ehrlich. Ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, deine Aussage. Und ich verstehe nicht, warum du dir überhaupt so einen Stress machst. Dein Verlobter hat dich gefragt, ob du ihn heiraten möchtest, weil du so bist, wie du bist. Wieso jetzt auf einmal abnehmen? Kauf dir dein Kleid in der richtigen Größe. Kauf's nicht eine Nummer zu klein, so wie das viele machen, damit sie noch mehr sich selbst anspornen können. Du weißt ja auch, selbst wenn es dir gelingt, gar nicht, an welchen Stellen du abnimmst. Am Schluss passt es dann am Hintern, am Busen aber nicht. Das ist ein totaler Käse. Lass dich gut beraten in dem Brautmodengeschäft und such dir ein Kleid aus, in dem du dich wohlfühlst. Und der nächste Gedanke, der mir da kommt, ist einfach, wenn du jetzt deine Einladungskarte verschickst und deine Freunde öffnen die Karte und lesen, ja cool, die Stefanie heiratet jetzt, glaubst du, die denken als erstes, ja, jetzt sehe ich sie mal 5 Kilo leichter. Da kommt eigentlich keiner auf so einen Gedanken. Das sind immer nur wir Frauen, die uns da viele Sorgen machen. Mein Tipp an dich ist, trag dein Kleid mit Stolz und bevor du auf ein paar Kilo achtest, achte lieber auf deine Haltung, dass du aufrecht gehst und dass du immer schön lächelst. Die nächste Frage. Hallo Susanne, was mache ich, wenn die Gäste den Weg nicht finden und nur tröpfchenweise eintreffen? Fragt Alex. Also, das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur eine Wegbeschreibung in die Einladungskarte mit reinlegen oder ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen moderner seid, eine Hochzeitswebsite anlegen, wo ihr eine genaue Wegbeschreibung hinterlegt. Ihr könnt auch bei den älteren Gästen extra nochmal anrufen und ihnen den Weg erklären. Und bei Abzweigungen, die man vielleicht nicht so leicht sieht oder die vielleicht auch im Navi nicht so gut angezeigt werden, Wegweiser aufstellen. Zum Beispiel ein Holzschild mit Pfeil, wo Hochzeit draufsteht, oder weiße Luftballons aufhängen. Ich würde euch auch raten, dass ihr in eurer Einladungskarte nie zu einem speziellen Programmpunkt einladet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel um 14 Uhr mit der Trauung beginnen wollt und da soll es losgehen, würde ich nicht in die Einladungskarte schreiben, um 14 Uhr Trauung, sondern um 13.15 Uhr Ankunft, Begrüßung durch den Bräutigam, ihr könnt auch schon Getränke anbieten. Dann haben eben alle Gäste Zeit, auch die, die sich verfahren, in Ruhe anzukommen. Es ist egal, ob die Leute tröpfchenweise einkommen. Sie werden nett willkommen geheißen. Um 13:45 kann man sich dann langsam hinsetzen und die Aufregung steigt. Man wartet auf die Braut. So habt ihr einen ganz besonderen Auftritt, weil alle eben schon warten und die Vorfreude steigt. Und es viel schöner ist, als wenn dann abgehetzt die Leute kommen, gleichzeitig den Parkplatz suchen müssen und noch schnell einen Platz haben wollen, bevor die Trauung losgeht. Deshalb könnt ihr da schon vorarbeiten, indem ihr einfach den Zeitpunkt der Ankunft ein bisschen nach vorne verlegt und in die Einladungskarte schon die Wegbeschreibung mit reinlegt.